Mit dem 7. Orden in der Tasche geht es weiter bei Let's Play Pokémon Weiß 2. Immer mir nach, ich zeige dir den Weg zu meinem Haus. Arenaleiter Lysander wollte uns noch eine Geschichte erzählen. Na, das wird ja spannend. Da steht er. Nein, wir kriegen noch ein bisschen Story. Hier entlang. Kommen wir ja schon. So, da werden wir. Immer herein in die gute Stube. Na dann, vielen Dank. I guess. Wir haben ihn so impressed, ne? Und seine Privatgemächer. Hier können wir in Ruhe reden. Das wird ein längeres Gespräch. Ich bitte also um deine volle Aufmerksamkeit. Vor 2 Jahren erwachten die beiden Drachen-Pokémon Zekrom und Reshiram. Das weiße Drachen-Pokémon Reshiram war auf der Suche nach der Wirklichkeit, die unsere Welt ins Glück führen würde. Das schwarze Drachen-Pokémon Zekrom strebte nach einer Welt der Wünsche, die uns neue Hoffnung schöpfen ließe. Ursprünglich waren Reshiram und Zekrom ein einziges Pokémon. Wie es kam, dass aus diesem einen Pokémon 2 wurden, fragst du? Das ursprüngliche Drachen-Pokémon half einem heldenhaften Zwillingspaar und begründete mit ihm diese Region. Doch die Zwillinge hatten sich unterschiedlichen Idealen verschrieben, der Wirklichkeit und dem Wunsch. Sie begannen sich darüber zu streiten, wer von ihnen das richtige Ziel verfolge. Dies war der Augenblick, in dem sich das Ur-Pokémon in ein weißes und in ein schwarzes Drachen-Pokémon spaltete. Obwohl das Ideal der Wirklichkeit kein Gegenentwurf zu dem des Wunsches ist und umgekehrt. Es wird vermutet, dass diese Epoche noch ein weiteres Drachen-Pokémon hervorgebracht hat, Kyurem. Der DNS-Keil, der in meiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist ein starkes Indiz hierfür. Professorin Esche konnte nämlich nachweisen, dass das Material, aus dem der DNS-Keil besteht, zur selben Zeit entstand wie die Drachenstiege. Da niemand weiß, was für Kräfte dem DNS-Keil innewohnen, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ihn zu bewachen. Was das dritte Drachen-Pokémon betrifft, bin ich immer noch skeptisch, ob es Kyurem wirklich gibt. Und selbst wenn, wissen wir wirklich immer noch nicht, was es genau ist. Das ursprüngliche Pokémon hat sich immerhin bereits in 2 Pokémon geteilt. Wenn Kyurem tatsächlich existiert, kann es sich bei ihm um nicht viel mehr als ein Überbleibsel handeln. Meinst du nicht? Bumm! Huch! Was ist das für ein Lärm? Lass mich raten, Kyurem? Nein, Spaß, ich weiß, was es ist. Eine Cutscene, Leute. Was ist hier los? Ein specialmäßiger Anblick. Bowsers Luftschiff über Twin Drake City. Was? Hier wird scharf geschossen. Aber worauf? Auf Lysanders Hofeinfahrt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das Schicksal schlägt willkürlich zu. Die Stadt ist eingefroren. Völlig unverfroren. Die ganze Stadt verschwindet im Eis! Los, Max Sachs, setze Drachenroute ein. Karl. Geht nicht kaputt. Mach dir nichts draus, Max Sachs. Du hast gute Arbeit geleistet. Oh, man soll nicht lügen. Er hat nichts erreicht, also nothing. Das Eis hat nicht mal einen Kratzer abbekommen. Ist es überhaupt möglich? Und wie das möglich ist. Dich kenne ich doch. Du warst im Schloss von N. Es ist bitterkalt. Ich zittere am ganzen Körper, doch obwohl ich so erbärmlich friere, spüre ich, dass ich am Leben bin. Und wie? Das ist Beweis genug für meine Existenz. Aber gut, dieses spezielle Eis ist das Produkt von Team Plasmas meisterhaften technischen Fähigkeiten. Solange wir das Biest in unserer Gewalt haben, gibt es keine Möglichkeit, es zum Schmelzen zu bringen oder es zu zerschlagen. Kommen wir aber nun zum Geschäft. Arenaleiter Lysander, bitte händige uns auf der Stelle den DNS-Keil aus. Hier in Twin Drake City trifft die Vergangenheit auf die Zukunft. Daher ist es der ideale Ort für den DNS-Keil, der
denn er vermag, das gespaltene Pokémon-Paar wieder miteinander zu vereinen. Vor 2 Jahren bin ich Zeuge eurer Verbrechen geworden. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, ich würde euch einfach so den DNS-Keil geben. Nein, das war mir klar. Du machst es mir wirklich nicht leicht. Wäre die Kanone einsatzbereit, würde ich dir mit einer weiteren Salve Eisgeschosse drohen. Aber das ist sie leider nicht. Ja, aber du kannst es ja trotzdem behaupten. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als uns eigenständig auf die Suche nach dem DNS-Keil zu machen, auch wenn die Kälte die Sache noch weiter kompliziert. Ja, dann ballert nicht sinnlos in die Gegend. Was ist denn los? Ah, was für ein ungehobelter Haufen! Markus, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen Team Plasma aus Twin Track City vertreiben. Oh, die Musik. Ein schöner Soundtrack. So schön, dass irgendeiner bei Game Freak oder der Pokémon Company gesagt hat, lass das Intro damit beginnen. Darf ich kurz heilen? Tschüss. Das ist alles euer Problem. Ich habe meine eigenen Sachen zu erledigen hier. So. Ja, es erscheint ziemlich random, so in die Straßen reinzuballern. Aber gut, ne? Manche können halt mit Macht nicht um. Das fliegende Schiff von Team Plasma. Bist du endlich, du hast nichts anbrennen, was? Hier ist eine neue Medaille. Ich habe doch gesagt, ich habe Prioritäten, wisst ihr? Erstmal um alles andere kümmern. Möglichst hinauszögern. Nee, Spaß. Reden wir mit den Fuzzis. Siberio hat ja seine Pflicht getan. Ich tu mal Zytomega nach vorne. Ich rechne damit, dass es wieder so ein paar Gift-Pokémon gibt von Team Plasma. Keine Ahnung. Also, Hallöchen. Sie werden immer stärker. Markus, kümmere du dich um die anderen Schurken von Team Plasma. Nun entlädt sich der Zorn, der sich über 2 Jahre aufgestaut hat. Das ist dir gegenüber natürlich ein bisschen unfair, alter Mann, weil wir uns gerade zum ersten Mal gegenüberstehen. Dieser alte Kauz kennt keine Gnade. Er verschont noch nicht mal die jungen Mädchen von Team Plasma. Verloren. Ich hatte nicht die geringste Chance. Sein Max hat mich und mein Team bis hierher geschleudert. Bis hierhin geschleudert, stark. Pokémon sind Werkzeuge, so habe ich es gelernt. Wer sich ständig den Kopf über die Natur eines Werkzeugs zerbricht, macht sich damit nur das Leben schwer. Mal gucken, was die für Pokémonsters haben. Und wie viele Trainer hier in der Stadt rumstehen. Ja, guck mal da. Wäre so eine gute Option für Flambirex, ne? Mit dem brandneuen Hammerarm. Aber ich denke, Psychokinese sollte auch was reißen. Ja, zum Glück Hyperzahn und nicht Superzahn. Das hat doch ordentlich reingehauen. Slimog, da kommen die Gift-Pokémon. Jetzt muss man allerdings auch sagen, Slimog ist ein bisschen tanky. Dem traue ich zu, eine Psychokinese auszuhalten. Aber wir werden sehen. Ich glaube, wir haben noch Krummlöffel. Step und sehr effektiv. Na bitte. Schön. Zytomega 48. Zablalek 47. So eine Frechheit. Jetzt hast du glatt meine Spielfiguren kaputt gemacht. Was für Spielfiguren? Was redet er? Was? Wie kann man ohne Anwendung von Gewalt so viel aus seinem Pokémon heraus... Ist ein Ding, ne? Oder? Woher willst du wissen, dass ich keine Gewalt anwende? Kannst du nicht einfach so behaupten? Komm mir bloß nicht in die Quere, Nervensäge! Mhm. Du hast doch gar keine Nerven mehr. Dann kann ich ja auch nicht auf selbige gehen. Ah, die enttäuschen mich nicht mit den Gift-Pokémon. Das ist immer gut. Immer gut, ein Psycho-Pokémon dabei zu haben. War das? Ach, kann ich mehr fliehen. Ich glaube, ich verwechsel mit Giftblick. Das ist. Giftblick ist, glaube ich, Paralyse. Klingt nicht so vom Namen, ist aber so. So, 4. Pokémon. 3. Gift-Pokémon. Schön. Toxin, ja mei. So lange soll der Kampf nicht gehen. Wenn du Slimog one-hitten kannst, dann auch Deponitox.
von den Werten einfach dasselbe wie Slimer, nur in Schwächer. Ich könnte glatt ausflippen, ich alter Esel, ich Dummkopf. Ah! Jo. Besiegt von einer Nervensäge, was für eine Demütigung. Ne, nicht Säge, Säge. Da steht Rena ist einfach zu. Nee, die ist nicht zu. Guido, was sagst du dazu? Gar nichts? Ist auch gar nichts. Er kriegt's nicht mit. Er ist immer noch in der Arena und macht sein Ding. Moinsen! Diesmal wird es uns endlich gelingen, die Einalregion zu erobern! Du da, bei diesen Temperaturen und angesichts finsterer Gestalten wie uns könntest du ruhig ein bisschen zittern. Ich weiß nicht. Ich finde das erfrischend. Ist doch schön, wenn man Eis einfach so erschaffen könnte. Hilft gegen zu harte Sommer. Vipitis denke ich immer, dass es Gift ist, aber das ist Unlicht, ne? Das ist Unlicht. Oder? Ich habe die Assoziation mit, ja, das wird eh nichts. Mit Arbok. Der natürlich rein Gift ist. Aber Vipitis. Nein, Vipitis ist auch Gift. Vipitis ist auch Gift. Wie kann ich nur? Das ist so dieser kleine Kleopatra-Fehler irgendwie. Wenigstens bin ich noch drauf gekommen. Nicht schlimm. Smug, Smug, Smug! Level 48. Ja, nimm das. Mal sehen, ob eine lohe Kanonade die ordentlich reinzwiebelt, mein gutes Herr. Ausreichend. Ausreichend. Nur, dass es weiß. Ihr habt vielleicht verloren, aber ich folge trotzdem weiter den Kodex von Team Plasma. Habe ich dich nicht bekehrt? Da fällt mir ein. Hatte man uns nicht aufgetragen, die Arena ganz besonders gründlich zu durchsuchen? Dazu kommst du nicht. Steht irgendwo noch einer? Ich muss ein anderes Pokémon nach vorne tun. Das noch unbefangen ist. Jetzt hätte das Zapplerlecker selbst ein bisschen kämpft. Er hat keine Schwächen. Vielleicht rechts. Auf der rechten Seite noch einen. Ich mag den Soundtrack. Ich sehe niemanden mehr. Ach, soll ich selbst in die Arena gehen vielleicht? Jetzt ist nur noch Violaceus von den sieben Weisen übrig, aber wo steckt der Kerl bloß? Komm, lass uns nachsehen, was in der Pokémon-Arena los ist. Oder so. Ist er wirklich da? Aber Guido sagt nichts. Wobei, wir in die Pokémon-Arena reingelunzt haben, als noch Hüpel offen waren. Oder ich muss ganz hoch. Hast du den DNS-Keil etwa hinter deinem Thron in der Arena versteckt? Hinter deinem letzten Drachenkopf? Oder was? Okay. Phaedrus, Phaedrus. Jetzt muss ich in dieser Kälte auch noch kämpfen. Unerhört! Aber so sei es. Solange ich noch zittern kann, bin ich am Leben. Der muss so ein paar besondere Pocket-Monsters haben, hä? Ich bin mal. Wip, 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 Violaceus! Frigometri! Hä? Was sind denn? Ja, bei Level 50 mache ich jetzt mal keine Faxen. Und schreite zu dem Teammitglied, das dafür vorgesehen ist. Ja, ist ja niedlich. Hat aber mehr Schaden gemacht, als ich gedacht hätte. Reflektor also. Physische Attacken. Flammenwurf ist spezial. Nochmal. Fußstrahl natürlich auch suboptimal. Aber vielleicht können wir ja trotzdem finishen. Jawohl.
Ja, die ultimative Schneeflocke. Sie schmilzt. Wie dasselbe Pokémon nochmal. Was soll denn der schinken? Gut, versuch's mit Lohe Kanonade. Dadurch, dass du verwirrt bist, dass wenn du angreifen darfst, es auch richtig reinzwiebelt. Und es darf zwiebeln. Hilft es mehr? Hat er auch Lichtschild eingesetzt, oder was? Rückstoß war das. Okay. Also nicht schlecht. Dadurch, dass du absolut im Nachteil bist, good job, Frigometri. Ein gut geklautes Pokémon. Ja, Reflektor und das andere war... Ja. Stibuna hat Unlicht mit drinnen. Kampf auf Unlicht, ne? Hammerarm. Aber ich komme nicht mehr dazu. Tja. Also wir haben nichts sehr Effektives mehr. Dann ist jetzt vielleicht doch der Zeitpunkt für Zaplalek. Der allem relativ gut trotzen kann. Mach mal Donnerwelle instant. Komm. Gegner paralysieren ist schon mal nicht verkehrt. Lichtschild lässt jetzt auch nach. Ja, aber einmal Reflektor, einmal Lichtschild. Die Kette bekommen. Das war auch der Grund, warum Lohe Kanonade nicht so gezwiebelt hat, wie ich mir das geträumt hätte. Mal gucken. Ja. Dann wird es doch wunderbar besser. Ich bin so ganz überzeugt. Zapplalek. Also schade, Zapplalek. Das ist schade. Enteron enttäuscht nie. Das muss man mal sagen. Enteron war jetzt noch nie irgendwie enttäuschend, sondern macht immer seinen Job hervorragend. Er hat meinen Respekt. Auch wenn das jetzt keine Challenge mehr war, aber trotzdem. Bist du etwa noch stärker geworden als in Tessera? Wir kennen uns. Du bist sehr stark, Trainer. Man sieht deutlich, dass du dein ganzes Leben den Pokémon verschrieben hast. Ich muss mich nun leider verabschieden. Diese Kälte halte ich nicht länger aus. Ist sogar der aus dem Tiefkühlcontainer gewesen? Aber stell dir nur mal vor, wie es wäre, wenn ganz Einal von Eis bedeckt wäre. Oh nein, das könnte ich nicht ertragen, wenn du dich noch mehr beschwerst. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir den DNS-Keil in unseren Besitz bringen. Koste es, was es wolle. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Du hast die Stadt gerettet. Vielen Dank auch an dein Team, das so tapfer für Twin Track City gekämpft hat. Erlaube mir bitte, es zu heilen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Bitte warte hier einen Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Ja, Stadt gerettet? Ist alles nur eisig. Hahaha, und schon bin ich wieder da. Das muss ein neuer Streckenrekord sein. Sieh hier, Markus, das ist der DNS-Keil. Keil Profslowski. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass er nicht in die schmutzigen Hände von Team Plasma gefallen ist. Ich weiß zwar nicht, was diese Halunken im Schilde führen, aber es kann nichts Gutes sein. Oh oh. Wie erwartet. Du hast ihn also in der Arena versteckt gehalten. Das war sehr schlau von dir. Ohne dich kommt niemand dort hinein. Einen besseren Wächter gibt es nicht. Sicher ist das auch der Grund, weshalb du dir die Arena neu eingerichtet hast. Aber nun gehört der DNS kein uns. Sag bloß, ihr habt die sieben Weisen nur benutzt, um selbst an den DNS-Keil zu kommen. Du hast es erfasst. Der Zweck heiligt die Mittel. Das ist unsere Devise. N ist sicher charismatischer als wir und weiß, sich beim Volk beliebt zu machen. Aber diesen Mangel gleichen wir mit roher und brachialer Gewalt aus. Wir lassen den Wolkenleuten gar keine andere Wahl, als sich uns zu unterwerfen. In dieser Hinsicht waren die letzten 2 Jahre eine echte Geduldsprobe für uns.
Na schön, es ist Ihnen also gelungen, mir den DNS-Keil zu entreißen. Aber ich werde mir zurückholen, und zwar auf der Stelle! Coolio. Hier scheinen Sie nicht zu sein. Trotzdem spüre ich, dass Sie da sind. Wir müssen auf der Hut sein und die Stadt besonders gründlich nach ihm absuchen. Bisschen witzig. Vor allen Dingen, die könnten ja einfach gehen. Ne, wenn ihr quasi unsichtbar sind. Tschüss mit Öss, hätte ich gesagt. Ha, hast du etwa vor, mir den DNS-Keil abzunehmen? Jetzt steht er nicht unsichtbar in der Gegend herum. Just saying. Dachte mir aber auch schon bereits. Ne, wenn der mich heilt, hat das ja nur einen Grund im Endeffekt. Hat das ja eigentlich nur einen Grund. Ich glaube, Elektro auf Stahl ist normal effektiv. Dann versuch mal dein Glück. Nice. Dauert doch nicht mehr absurd lange, bis du dich entwickeln darfst, mein Lieber. Irgendwas Level 53 oder so. Absol ist, Absol ist doch Unlicht. Oder normal. Auf jeden Fall ist Kampf effektiv. Uah. Nee, natürlich ist er Unlicht. Frali. Oh, das heißt, nur Kampf, Käfer und Fee würden etwas in dieser Form ausrichten. Level 52. Da kriegen wir aber wenigstens gute EP die ganze Zeit, ne? Also. Boah, hoffentlich kommt er nicht so richtig zum Zuge. Er kann einen hier schon ordentlich die Tour vermasseln. Bin ich glücklich über den Hammerarm, ne? Endlich. Ich hab so. Ich hätte mir schon längst holen können. Aber. Nichtsdestotrotz. Auch auf Stahl. Kann ich mir sogar aussuchen. Hammerarm oder Flammenwurf? Beides. Very effective. Schön, Flambirex. Ich geb's nur ungern zu, aber du bist ein sehr talentierter Trainer. Ich muss dich enttäuschen. Der DNS-Keil ist nämlich in den Händen meiner Kameraden. Ich habe ihn nicht. In diesem Kampf habe ich ihnen einen erheblichen Vorsprung verschafft. Was für ein Debakel! Aber du hast alles getan, was in deiner Macht stand, Markus. Wenn sich jemand Vorwürfe machen muss, dann ich! Moment, ich muss da dran. Ist wichtig. Markus, spinne ich oder ist dieses komische Schiff da in Richtung Twin Drake abgezicht? Ich habe es auch gesehen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Sharon, das war doch das Schiff von Team Plasma, oder? Ja, ohne Zweifel. Naja, wie dem auch sei, ich bin jedenfalls gleich da. Alles klar, das regelst du schon. Markus, wenn es irgendwelche Probleme gibt, melde dich auf jeden Fall bei mir, klar? Ja, wie immer. Wie immer. Ich musste mich entscheiden, ob ich die Stadt beschütze oder diesen Kerl hinterher jage. Ich kann mich nicht zweiteilen. Das ging schnell. Warum rufst du überhaupt an? Da bist du ja, Markus und Lysander. Es geht euch also gut. Was für eine Erleichterung. Sharon, was für eine Freude. Du bist ja richtig erwachsen geworden. Nicht der richtige Zeitpunkt. Wie ich hörte, bist du zum Arenaleiter von Aventura City aufgestiegen, richtig? Danke für das Kompliment, aber heben wir uns das für später auf. Ich habe herausgefunden, wo sich Team Plasma im Augenblick aufhält. Sie treiben sich nämlich derzeit am kältesten Ort einer Region herum, in Abidaya City. Matisse und ich, wir werden uns an Team Plasma an die Fersen heften. Lysander, kümmere du dich bitte darum, dass hier in Twin Track City nicht noch Schlimmeres passiert. Das ist also dein Plan. Ich verstehe. Dann überlasse ich Team Plasma euch beiden. Aber passt auf, dass ihr euch nicht zu viel zumutet. Markus, wie ich schon sagte, möchte ich gerne, dass du mir hilfst. Mit deinem Talent als Pokémon-Trainer können wir Team Plasma die Stirn bieten. Ich mache mich nun auf den Weg, Lysander. Auf Wiedersehen. Bis dann und ciao. Abidaya City. Diese Stadt liegt nördlich von Ondula. Was hat Team Plasma dort zu suchen? Markus, ich bitte dich, beschütze die Pokémon vor Team Plasma. Wie das Zusammenleben von Menschen und Pokémon auszusehen hat, sollte jeder für sich selbst entscheiden dürfen. Team Plasma darf uns nicht wieder vor seinem Willen unterwerfen. Lass mich raten, ich gehe einmal raus und wieder rein und die Stadt ist wieder tippitoppi.
Pass auf. Nee. Aber ist auch nicht schlimm, finde ich. Abidaya City, da war ich doch noch gar nicht. Wo führt denn das hin jetzt? Da müssen wir doch mal Lugi-Lugi machen. Nee, Wario City, was denn damit jetzt? Mag sein. Aber. Ich würde mal sagen, der Weg jetzt nach Westen ist ja bestimmt optional. Und deswegen müssen wir den erstmal gehen, hätte ich gesagt. Sollten. Hui. Hab mal ein bisschen Story heute. Bisschen was Außergewöhnliches. Ist auch mal schön zu sehen, oder nicht? Nicht nur irgendwelches Routengehampele. Und selbst Arenen sind ja mehr Standard als der heutige Part. Das ist doch erinnerungswürdig. Das hat auch mit dem Eis zu tun, dass wir im Banner, oder naja, wie soll ich sagen, oben links habe ich es im Video drin, ne? Mit meinem Pokémon-Team. Im Hintergrund alles voll Eis. Das hat damit zu tun. Ich guck mal, ob ich jetzt hier lang darf. Wäre... Oha, hier ist ja auch Eis. Die ganze Region, Alter. Wäre cool, wenn nicht. Wäre cool, wenn ja. Ich darf nicht. Ja, ist okay. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Wenn ich Sackgassen hab, mindert das die Optionen, was auch nicht immer schlimm ist. Ja, jetzt komme ich vermutlich momentan auch gar nicht nach Nevaio City, ist aber auch nicht schlimm. Gut, dann gehen wir nach Ondula und gucken, wir müssen ja Bucht von Ondula, Strandgrotte, Route 21 nach Abidaya. Weil der Untersee, ach der Unterseetunnel, der wird sein. Der war noch nicht fertig. Der muss jetzt fertig sein, eigentlich. Der muss jetzt fertig sein. Wenn nicht, gehen wir surfen. Tja. Viel beschäftigt. Markus, wo bist du denn gerade? In Ondula? Alles klar. Geh jetzt einfach durch den Unterseetunnel, dann kommst du direkt nach Abidaya City. Da geht wieder weiter die Party ab, oder was? Ein bisschen umständlicher Weg, oder? Hier entlang geht es zum Unterseetunnel. Die Aussicht ist atemberaubend. Aber ich brauche meinen Atem doch. Ich bin extra ganz früh hergekommen, um als Erste durch den Unterseetunnel zu gehen. Tja, Pech gehabt. Hier komme ich. Außerdem, oder war sie schon durch? Der Unterseetunnel. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie dieses Meisterwerk der modernen Baukunst angefertigt wurde? Nun, das war eigentlich ziemlich einfach. Zuerst hat man die tunnelförmige Röhre errichtet und diese anschließend auf den Meeresgrund hinabgelassen. Ohne die tatkräftige Hilfe unserer Pokémon wären wir jedoch ziemlich aufgeschmissen gewesen, ehrlich. Jetzt können wir das auch noch genießen hier, diese Pracht. Das ist auch neu. So sieht es also unter dem Meer aus. Da ich nicht schwimmen kann, hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben, diesen Anblick je genießen zu können. Ich bin tief bewegt. Also ich war auch schon in irgendwelchen Sea-Life-Sachen und so, wo du so kleine Tunnel hast. Aber gibt es sowas hier im Real-Life? Ich meine, es ist ja nicht besonders tief. Was wäre trotzdem zu gefährlich, oder? Ihr habt es ja mitbekommen, da war so ein Hotel, war das in Berlin oder was? Das größte Aquarium Deutschlands oder sogar der Welt, was in einem Hotel drin ist auf jeden Fall. Und es ist geplatzt, die Röhre ist geplatzt. Oha, das Wylord. Und von Tiefsee wollen wir gar nicht anfangen, ne? Von Wasserdruck und U-Booten und Titaniken. Regentanz ist keine Attacke für sonnige Gemüter. Wofür kann man sie anwenden? Ach, es ist zwecklos. Mir fällt einfach nichts ein. So kann ich das im Fernsehen nicht erklären. Deswegen meine Frage an euch. Gibt es sowas Vergleichbares? Ich meine, ja klar, für zum Beispiel der Ärmelkanal.
gehen auch unter Wasser und so. Aber so einfach zum Gucken? Ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt. Im nächsten Part machen wir hier weiter und gehen nach Abidaya City und werden mit Martisse weiter Team Plasma auf den Zahn fühlen und den ordentlich auf den Keks gehen. Das machen wir. Reißt euren Daumen aus und gebt ihn mir. Für heute sage ich bis dann und ciao.